Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zur, ja, ich sag mal, After Vacancy, After Urlaub Reportage. Ich bin aus dem Urlaub zurück und was alles passiert ist zwischendurch und was nicht passiert ist, dazu kommen wir gleich. Ja, Leute, der Urlaub war so lala. Muss man pauschal mal sagen. Den Platz, den wir uns ausgesucht hatten, hat nicht so wirklich funktioniert, aber okay. Wir sind dann wieder zu altbewährten zurückgekehrt. Hat uns fast einen Tag gekostet, da hinzukommen. Und ja, Wetter war durchschnittlich. Jetzt zum Schluss hin wurde es dann auch noch richtig ungemütlich. Und von daher haben wir dann gesagt, komm, brechen wir ab. Wir fahren im Herbst sowieso nochmal dahin. Und fahren wir nach Hause und gucken mal, was wir da noch so veranstalten können. Ja, was ich dann vorgefunden habe, blende ich euch jetzt mal eben kurz mit ein. Diese Nacht um 2:40 Uhr, als wir nach Hause gekommen sind, war dann das. Die Schnecken, die ich jetzt hier im Becken habe, sind überall an der Scheibe gewesen und haben schon mal ein kleines bisschen sauber gemacht, schon mal Vorarbeit geleistet. Und ja, wie es jetzt ausschaut, seht ihr. Und ich möchte euch kurz zeigen, hier und da, wie ich dann halt jetzt hier vorgehe, um dieses Becken wieder in den Zustand zu kriegen, in dem es vor dem Urlaub war. Ja, vor dem Urlaub waren auch die Böden noch nicht geputzt, die mache ich heute auch und dann kommen wir im Prinzip dazu. Was noch zu sagen ist, das ist stabil gelaufen. Ich blende euch mal den, Entschuldigung, den entsprechenden Verlauf vom KH-Keeper mit ein. Das war schon mal sehr gut. Und meine Nachbarin hat hervorragende Arbeit geleistet. Ja, sie hatte nicht mehr zu tun, als wie zu füttern. Also auflösen, rein damit und gut ist. Alles andere ist ja mittlerweile automatisiert. Ich kann Wasser aus der Ferne nachfüllen, also meinen Osmosebehälter. Das ging ohne Probleme. War allerdings auch nicht nötig, weil da noch genug drin war. Wir waren, wie gesagt, insgesamt nur 6 Tage weg. Und ja. Am KH konnte ich im Prinzip sehen, dass soweit alles okay war. Das Einzige, was ein bisschen abgesackt ist im Keller, bin ich jetzt wieder dabei anzuheben, ist das Phosphat. Das ist von den 0,06, 0,08, wo ich so ungefähr war, eigentlich eher 0,06 auf 0,02 abgesackt. Also wäre ich jetzt wahrscheinlich länger weggeblieben, wäre es wahrscheinlich ganz weg gewesen. Aber okay, nicht weiter schlimm. Ich habe keine Verluste. Es ist alles noch so, wie es sein soll. Und ja. Ich packe jetzt mal eben meine Reinigungsutensilien aus, zeige euch, mit was ich hier vorgehe und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, noch kurz nebenbei. Ich habe heute jetzt nicht das volle Programm hier in Sachen Ausleuchtung aufgefahren. Ihr seht, ich bin auch in Freizeitklamotten, weil es gerade ein bisschen schwül warm hier ist. Von daher seht es mir nach und dann fangen wir einfach mal an. Ja, Reinigungsutensilien haben wir hier einmal den bewährten Kratzer. Den mit der Acrylklinge. Da habe ich ja auch noch Acrylklingen nachgeordert bei New Wave. Dann werden wir den groben, also sprich die feineren Sachen, genau, die feineren Sachen entfernen. Dann haben wir hier unseren Wischmopp. Der ist erstmal dafür da, dass ich die Heckscheibe und größere Bereiche sauber mache. Und dann haben wir hier für vorab den Scheibenmagneten von Kowe. Da habe ich auf beiden Seiten Watte drauf. Und damit mache ich dann jetzt gleich erstmal das Normale weg und alles, was ein bisschen hartnäckiger ist, da kommen wir dann später zu mit den Spezialutensilien. Und zum Schluss, weil ich natürlich rumgematscht habe, ist die Außenscheibe natürlich dann auch noch schmutzig, beziehungsweise ist Salzwasser drauf. Einmal eine ganz normale Küchenrolle, Osmosewasser. Und damit gehe ich dann im Prinzip hin, wische das Salzwasser ab und zu guter Letzt haben wir hier Mikrofasertücher, die dann dafür da sind, um das Osmosewasser von der Scheibe zu nehmen und das Ganze wieder fertig hinzukriegen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze in einem Zeitraffer. Sollte irgendwas sein, blende ich zwischendurch nochmal was ein oder sage irgendwas dazu. Aber ansonsten, ja, Zeitraffer ab. Auf geht's. Don't stop. Watch out now. Watch out now. Don't stop. Watch out now. Don't stop.
Watch out now. Ja, Leute. So, ihr habt gesehen, es ging eigentlich relativ gut. Es ist natürlich ein Aufwand. Man muss natürlich was tun. Also ich habe jetzt hier so knapp eine halbe Stunde dran gearbeitet und habe tatsächlich jetzt alle Wände sauber gemacht. Ich habe auch die Rückwand habe ich nicht mit dem Wischmopp gemacht, sondern bin direkt mit der Klinge dran gegangen. Hatte hier und da auch Kalkrotalgen dran und auch die gingen sehr, sehr gut ab. Zum Teil hier oben in den Nähten wird es dann immer ein bisschen schwierig. Da muss man halt mit einem separaten, mit einer separaten Watte lang gehen. Und selbst da, wenn da Kalkrotalgen drankommen, ist es dann halt relativ einfach, die wegzuknibbeln. Da geht man kurz mit dem Fingernagel dran, dann springen die ab. Ja, jetzt ist das Ganze natürlich noch ein bisschen trüb. Ich werde nachher nochmal Aufnahmen machen, nachdem sich das Ganze gesetzt hat. Was ich natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch machen muss, den ganzen Schmodder, den ich jetzt natürlich aufgewirbelt habe, abgekratzt habe, der setzt sich jetzt erstmal an meinen neuralgischen Stellen ab. Das ist einmal hier hinten, direkt hier unten drunter und hier vorne hinter dem Stein. Dort befindet sich auch eine Stelle, wo sich Detritus sammelt. Und ich denke, ich werde nochmal einen Wasserwechsel einleiten. Einfach nur mal. Weil ich das halt so gewohnt bin, auch wenn es nicht sein muss, Oliver, ich weiß. werde nochmal einen Wasserwechsel einleiten und mit diesem Wasserwechsel kann ich hervorragend dann die entsprechenden Stellen absaugen und dann ist das Zeug auch raus und dann wird das Becken dann auch relativ schnell wieder, ich sag mal, strahlen. Ja, wie gesagt, es ist ein Rangeben, es ist das Arbeiten mit den richtigen Materialien. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich habe tatsächlich, Moment, wo habe ich denn hier? Hier in der Länge, ich versuche das mal einzublenden, habe ich mir einen Kratzer eingefangen. Nicht jetzt vom Reinigen, sondern schon ganz am Anfang. Und ich habe mich nicht getraut, euch das zu sagen. So nach dem Motto, haha, super, toll, keine zwei Tage alt und das Becken hat schon einen Kratzer. Genauso war es. Es war tatsächlich eine kleine Täubchenschnecke, die hier auf der Scheibe war. Und ich bin mit diesem Wischmopp hingegangen und wollte die wegstupsen, damit die runterfällt. Und in dem Moment, wo ich die wegstupsen wollte, klappt dieser Wischmopp hoch. Und die Täubchenschnecke ist unter den Wischmopp gekommen. Ich habe das aus der Bewegung heraus ja, noch so ein Stück hier runtergezogen. Wo haben wir ihn? Ja, also wenn man nicht weiß, wo er ist, dann sieht man den auch nicht. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil es gibt ein entsprechendes Gerät. Ich bin dann noch in Verhandlungen mit einem Florian dran, aber ich vermute mal, wir können dieses Gerät einmal vorstellen. Das ist ja das Gerät von der Firma Panterei. Den kann man, so ist es zumindest geplant, sich dann bald leihen, weil kaufen, das Gerät an sich kostet 1.500 Euro plus die Reinigung, plus die Schleifpads. Von jeweils 50 Euro, ist also nicht gerade ein günstiger Spaß, aber damit ist es tatsächlich möglich, unter Wasser im laufenden Betrieb Kratzer herauszupolieren und tatsächlich ist hier mein einster Kratzer, den ich zumindest offensichtlich sehe, wahrscheinlich wenn der Florian hier reinkommt und sich das Becken genau anguckt, sagt er, da ist sowas, da ist sowas, da ist sowas. Aber okay, alles in allem, wie gesagt, ist das Reinigen dieses Beckens eine Sache des Rangebens. Man muss dranbleiben und selbst wenn es jetzt längere Zeit dann halt mal nicht gereinigt wurde, so wie ihr es jetzt gesehen habt im Vorfeld, ist das halt ein paar Minuten länger Arbeit. Man sollte wirklich darauf achten, dass halt nichts auf der Scheibe ist. Das könnte dann natürlich wieder zu Kratzern kommen. Also abends nach Hause kommen, wenn die ganzen Täubchenschnecken auf der Scheibe sind, wäre dann doof. Ja, alles in allem, aber ihr seht, es steht alles, es ist alles soweit gut. Ich muss jetzt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten kleben, die mir gerade eben, habt ihr ja im Video gesehen, hat sich der Stein hier bewegt, weil das ist alles nur gestellt. Ich habe keine Steine untereinander verklebt oder so, es ist alles nur aufeinander gestellt und verkeilt. Und damit ich auch hier und da mal Sachen wegnehmen kann, damit ich auch an die speziellen Punkte drankomme.
Das ist zumindest der Plan. Und das hat soweit funktioniert. Dann muss man natürlich hier und da ein bisschen öfters kleben. Wie zum Beispiel da hinten die Akro, da muss ich jetzt gleich wieder dran und die wieder auf Position bringen. Ja, aber alles in allem, ich kann eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen. Also dieser Tank läuft erschreckend stabil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schiebe das tatsächlich, und das wurde mir auch von mehreren schon bestätigt, darauf, dass ich keinen Bodengrund drin habe. Es sieht natürlich jetzt, wo der Boden wieder einigermaßen sauber ist, wieder recht gut aus. Aber man muss natürlich auch beim Aufbau darauf achten, dass man auch mit seinem Reinigungstool überall hinkommt. Wenn das Becken jetzt demnächst irgendwann weiter zuwächst, dann werde ich natürlich auch Probleme kriegen. Das wird nicht ewig so weitergehen. Oder ich mache mir dann natürlich direkt Ableger. Auch eine Variante. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, bis auf den leicht abgesackten Phosphatwert, ist alles im Lot. Den Fischen geht's gut, den Korallen geht's gut, das Becken steht da, der glückliche Besitzer ist zufrieden. Und ja, es wird in nächster Zeit noch einiges kommen. Ich habe tatsächlich bekommen jetzt endlich, Moment. Muss ich euch auch eben zeigen, das ist der Koffer, von dem ich euch erzählt habe, von Diode Probe aus Polen. Ein Testkoffer, womit ich ganz viele entsprechende Werte testen kann. Den werde ich mir jetzt in nächster Zeit vornehmen. Werde gucken, wie das Ganze funktioniert. Werde euch da dementsprechend ein Video machen. Und ich werde das so machen, dass ich die entsprechenden Wassertests, werde mir eine größere Menge Wasser entnehmen und gleichzeitig auch eine ICP machen lassen. Dann können wir nämlich vergleichen, was das Gerät gebracht hat und was die ICP gesagt hat. Dass das natürlich nicht hundertprozentig gleich sein wird, das ist klar. Aber wie nah ist das Gerät dran? Lohnt es sich, das zu kaufen im Vergleich zu allen anderen? Ich kann euch sagen, das Gerät für den Marinebereich liegt inklusive aller Tests für ungefähr 330 Euro, kostenloser Versand aus Polen. Und ich gucke mir das an und es wird bald ein Video dazu geben. Dauert ein bisschen, ich habe Urlaub, ich muss hier und da noch ein bisschen draußen was tun. Also kann nicht dauernd jetzt hier Videos drehen, aber ich werde mein Bestes geben. Also, ihr habt gesehen, wie das Becken gereinigt wird. Es steht jetzt wieder einigermaßen gut. Ich blende euch jetzt gleich nochmal eine Tour durchs Becken ein. Und wenn alles komplett sauber bzw. wieder klar ist, und dann würde ich sagen, war genug für heute. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.